Habt ihr die gestrige Pokémon Präsenzausgabe gesehen? Falls nein, dann habt ihr wirklich etwas verpasst. Denn es gab zum ersten Mal in knapp einem halben Jahr Informationen zu Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle sowie auch Pokémon Legenden Arceus. Also das, auf was wir jetzt gerade quasi seit einem halben Jahr warten. Ja, es gibt endlich neue Infos. Fangen wir doch gleich mal an. Und zwar nicht mit Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle und auch nicht mit Pokémon Legenden Arceus, denn am Anfang haben sie noch ganz kurz Informationen zu ihren anderen Spielen gezeigt. Und die fasse ich jetzt nochmal wirklich ganz, ganz kurz zusammen. Das Pokémon MOBA Pokémon Unite kam vor einiger Zeit für die Switch raus. Jetzt steht auch fest, dass am 22. September dann die Smartphone-Version erscheinen wird. Man kann sich bereits für das Spiel vorregistrieren, es hat Kompatibilität mit der Switch-Version und es wurden auch direkt mal zwei neue Pokémon angekündigt. Mamutl und Felinara. Kommen wir aber mal von Pokémon Unite zu Pokémon Café Mix. Das Spiel wurde nämlich nochmal komplett überarbeitet. Es gibt neue Level, neue Elemente, neue Pokémon, neue Outfits und das Ganze erscheint dann im Herbst diesen Jahres. Als nächstes gab es dann neue Informationen zu Pokémon Masters EX, dem Pokémon Gacha-Spiel. Das Spiel feiert jetzt nämlich sein zweites Jubiläum und sie fügen jetzt wohl auch endlich Dynamax hinzu. Zudem wurden noch neue Events und auch weitere Charaktere angekündigt. So, dann kommen wir mal von Pokémon Masters zu Pokémon Go. Mann, es gibt heutzutage echt verdammt viele Pokémon-Spiele, oder? Denn Pokémon Go feiert jetzt sein fünfjähriges Jubiläum. Und in Pokémon Go gibt es jetzt erstmals Pokémon der Galar-Region. Coole Sache, wobei ich persönlich sagen muss, dass mich Pokémon Go wirklich überhaupt gar nicht interessiert und ich nichtmals wusste, dass überhaupt Generation 5, 6 und 7 in dem Spiel drin sind. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Und jetzt, wo wir diesen ganzen Kram aus dem Weg geschafft haben, kommen wir endlich mal zu den neuen Editionen. Wobei ich vielleicht nicht unbedingt sagen sollte, neue Editionen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Denn als nächstes kamen dann Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle. Zum ersten Mal seit Ende Februar gab es neue Informationen zu diesen Spielen. Und konnten diese Informationen überzeugen? Oder war es doch eher eine Enttäuschung? Tatsächlich konnte dieser neue Trailer viele Leute stark begeistern. Mich eingeschlossen. Ich bin nach wie vor jetzt nicht der allergrößte Fan des Chibi-Art-Styles, aber es sieht wirklich deutlich besser aus als damals im ersten Trailer. Man merkt, dass dort noch jede Menge gemacht wurde, neue Features wurden hinzugefügt und generell sieht es einfach deutlich mehr polished aus. Ich meine, schaut es euch an. Zugegeben, an einigen Stellen wirkt es immer noch so ein bisschen unausgereift, aber generell sieht es doch deutlich besser aus als noch damals. Da wurde anscheinend die Entwicklungszeit durchaus für etwas Gutes genutzt. Aber wo ich gerade schon sagte, es gibt auch einige Neuerungen, reden wir doch mal darüber. Zuerst einmal eine Sache, die sehr viele Leute freuen wird. Das Pokémon an erster Stelle eures Teams läuft euch erneut hinterher. Ich weiß zugegeben nicht, warum dieses Feature so unglaublich beliebt ist, aber auch ich mag es sehr. Und cool, dass es wieder zurück ist. Und es sieht vor allem auch deutlich natürlicher aus, als damals in Pokémon Schwert und Schild. Was ebenfalls zu sehen war, ist, dass dieser ganze Wettbewerbskram erneut zurückkehrt. Das heißt, ihr könnt eure Pokébälle mit Stickern schmücken, diese haben dann solche Effekte, wenn das Pokémon rauskommt, und ihr könnt dann auch an Wettbewerben teilnehmen. Wie ihr sicherlich wisst, bin ich jetzt nicht unbedingt der allergrößte Fan von diesem ganzen Wettbewerbskram, aber sie scheinen das Ganze zumindest ein bisschen interaktiver gestaltet zu haben. Ob es mir jetzt Spaß machen wird, keine Ahnung, aber schön zu sehen, dass sie das Ganze etwas verändert haben. Vielleicht wirkte es nur so, aber es sieht wirklich wie eine Art Rhythmusspiel aus, und jeder, der meine Danganronpa LPs gesehen hat, weiß, wie gut ich darin bin. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einigen Spaß machen wird. Dann kehrt auch noch der Konix Club zurück, wo ihr halt mit anderen Trainern interagieren könnt. Dann, und das finde ich sehr cool, haben sie auch Customization hinzugefügt in Form von Outfits, was ich wirklich gar nicht erwartet hatte, um ehrlich zu sein. Und was auch viele erfreuen wird, ist sicherlich, dass die Erkundungen zurück sind. Ihr könnt erneut in den Untergrund gehen, dort nach Schätzen suchen, eure eigene Basis bauen und diesen Teil fand ich sehr cool. Man kann sogar kleine, nennen wir es mal, Dungeons finden. Dort könnt ihr dann neue Pokémon fangen, vielleicht auch Items finden und generell gibt es dort einfach deutlich mehr zu erkunden. Coole Sache. Als nächstes wurde dann ein kurzer Hype-Trailer zu der Geschichte von Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle gezeigt, worüber ich jetzt aber nicht so viel sagen möchte, einfach um nicht zu spoilern. Ja, Pokémon und Spoiler, ich weiß, aber einige von euch haben gemeint, ich sollte nichts dazu sagen, deswegen halte ich mich mal daran. Weswegen ich abschließend nur sagen kann, ja, der Trailer war echt gut. Der erste Trailer hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen, war ziemlich enttäuscht. Sah an sehr vielen Stellen noch sehr unausgereift aus, aber hier war es komplett anders. Das Spiel kam besser zur Geltung, man merkt, dass noch jede Menge gemacht wurde und dass sie vor allem auch die Features sinnvoll erweitern. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe richtig Bock darauf. Wie gesagt, der Chibi-Art-Style, mit dem werde ich mich, glaube ich, nie so richtig anfreunden können. Und ja, natürlich, Generation 1 bis Generation 5 hatten alle einen Chibi-Art-Style, aber ich finde ihn hier einfach wirklich nicht ganz so hübsch. Dennoch wirkte es in diesem Trailer deutlich besser und ich freue mich mittlerweile richtig auf den Release. Vorbestellungslinks übrigens in der Beschreibung. Zwei Sachen, die ich übrigens noch erwähnen wollte. Im Trailer sieht man unter anderem auch diese Kraxlersteine. Das heißt dann wohl, denke ich mal, dass die VMs zurückkehren werden. Schade.
denn ich bin wirklich kein Fan davon. Und was ich ebenfalls noch erwähnen wollte ist, dass man im Trailer einige Pokémon sieht, die damals nicht in Pokémon Diamant und Perl vorhanden waren. Das heißt also, man muss sich dieses Mal zumindest keine Sorgen darum machen, dass es nur ein einziges Feuer-Pokémon gibt. Das ist schon mal immerhin etwas. Mein Fazit für diesen Trailer ist daher, dass ich es sehr gut fand, hat meine Meinung zu den Spielen komplett geändert und ich freue mich jetzt richtig darauf. Und das scheint tatsächlich viele so zu sehen. Während das Feedback nach dem ersten Trailer ziemlich katastrophal war, haben sich jetzt tatsächlich viele Leute entschuldigt und gesagt, oh sorry, mein Fehler, ich habe nicht gedacht, dass sich da tatsächlich noch etwas tun wird. Und ich kann es verstehen, sieht jetzt wirklich deutlich besser aus und es ist endlich mal wieder ein Pokémon-Spiel, das sich nicht zu verstecken braucht. Gleichzeitig gibt es aber auch ein paar Leute, die so ein bisschen enttäuscht sind. Ganz einfach aus dem Grund, weil es halt wirklich nicht wirklich viel Neues gibt. Wer mit Mega-Entwicklungen Dynamax oder neuen Gebieten gerechnet hat, der wurde hier eher enttäuscht. Und da Mega-Entwicklungen Dynamax und so ein Kram immer noch nicht gezeigt wurden, denke ich einfach mal, dass es auch nicht vorhanden sein wird. Es sind wirklich dieselben Spiele wie damals, mit einigen Quality-of-Life-Verbesserungen, einer neuen Optik, einem größeren Pokédex und hoffentlich dem Pokémon-Platin-Content. Ich kann es daher durchaus verstehen, dass einige Leute enttäuscht sind, aber ich persönlich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, was gezeigt wurde. Wie ist da eure Meinung so? Konnte euch dieser Trailer überzeugen? Oder spielt ihr doch lieber weiterhin Pokémon Platin? Teilt es mir in den Kommentaren mit. Oh, bevor ich es vergesse, es gibt auch eine Nintendo Switch Lite im Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle Design. So sieht das Ding aus und sie erscheint dann am 5. November. Ja, und während das Feedback zu Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle bei sehr vielen sehr positiv war, sah es beim nächsten Titel leider etwas anders aus. Denn als nächstes zum Abschluss kam dann natürlich Pokémon Legenden Arceus. Nur nochmal zur Erinnerung, das ist das Spiel, das von Game Freak selbst entwickelt wird und das bereits im Januar 2022 rauskommen wird. Das Spiel spielt in der Sinnoh-Region von damals, vor, weiß ich nicht, hunderten oder gar tausenden von Jahren, und auch hier haben wir zum ersten Mal seit knapp 6 Monaten neues Gameplay gesehen. Und das kam bei vielen nicht ganz so gut an. Reden wir mal darüber, warum. Lasst uns zuerst mal über die Open World reden. Mit Pokémon Legenden Arceus schlagen sie natürlich einen vollkommen anderen Weg ein als mit den normalen Spielen. Statt eines linearen Spiels haben wir hier ein Open World Pokémon Spiel. Man kann sich Pokémon fangen, gegen Pokémon kämpfen, auf Pokémon reiten, auf ihnen durchs Wasser schwimmen, durch die Lüfte fliegen. Also sie haben schon einiges gemacht, um diese Welt möglichst, nennen wir es mal, authentisch zu gestalten. Was aber wirklich nicht ganz so schön ist, ist, dass diese Welt einfach an vielen Stellen komplett leer aussieht. Und ich meine wirklich komplett leer. Natürlich muss in einem Open World Spiel nicht an jeder Stelle etwas versteckt sein. So ist ja nicht. Aber wenn die Welt wirklich komplett leer wirkt, dann frage ich mich schon, ob es überhaupt Spaß machen wird, diese Welt zu erkunden. Weil ich meine, erinnert euch mal zurück an Pokémon Schwert und Schild. Da war die Naturzone, auch wenn sie natürlich jetzt nicht ganz so groß war, ebenfalls ziemlich leer. Und mir persönlich hat es einfach gar keinen Spaß gemacht, diese Welt zu erkunden. Naja, gleich mehr dazu. Denn in Pokémon Legenden Arceus gibt es auch einige neue Formen für alte Pokémon. So haben wir zum Beispiel die Hisui-Form, so hieß die Region wohl damals, Hisui, von Fukano und Washakil gesehen. Kurze Meinung, Fukano sieht wirklich dumm aus und Washakil ist eigentlich ganz cool. Und zudem gibt es dann auch noch einige neue Entwicklungen, wie zum Beispiel diese Entwicklung von Barschuft und diese Entwicklung von Damirplex. Finde ich beide übrigens sehr gelungen. Dann haben wir noch einige Szenen aus der Stadt gesehen, sieht ebenfalls ganz nett aus und es wurden auch noch einige neue Charaktere gezeigt. Was als nächstes gezeigt wurde, das weiß ich gar nicht so genau, es wurde im Trailer nicht so ganz erklärt, aber es schlägt so ein Blitz ein und auf einmal sind alle Pokémon aggro. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Und dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger sein, gegen die Pokémon zu kämpfen, ich habe keine Ahnung, ist nur meine Vermutung. Was ich hier aber ganz cool finde, ist, dass das Gameplay hier entsprechend ausgearbeitet wurde. Man kann mit seinem Pokémon rumlaufen, man kann mit einer Rolle ausweichen, sich im Gras verstecken, Pokebälle werfen, das gesamte Kampfsystem wurde etwas überarbeitet, also man kann wirklich nicht sagen, dass sie hier nicht etwas Neues versuchen würden. Nach 25 Jahren, wo sie mehr oder weniger immer das Gleiche gemacht haben, ist das schon ziemlich mutig. Und das sollte man zumindest anerkennen. Gleichzeitig sieht es aber auf der technischen Ebene wirklich so grauenhaft aus, dass es schon irgendwie ein bisschen ernüchternd ist. Ich meine, schaut euch mal diesen Screenshot hier aus Pokémon Legenden Arceus an. Ein 60-Euro-Spiel im Jahr 2022. Ihr könnt mir nicht sagen, dass das hier nicht deutlich unter dem ist, was auf der Switch möglich wäre. Wir haben es zum Beispiel in Xenoblade Chronicles gesehen oder auch in Zelda BOTW, aber ja, auf der Switch ist noch deutlich mehr möglich. Deswegen zumindest dieser technische Aspekt ist doch eher ernüchternd. Ich hoffe zumindest, dass das Ganze dann in 30 FPS laufen wird, aber da bin ich mir echt unsicher. Und wo ich die Technik schon kritisiere, möchte ich zumindest positiv anmerken, dass die Animationen deutlich, deutlich, deutlich besser sind als damals in Pokémon Schwert und Schild. Die können sich hier zum Teil nämlich echt sehen lassen. Daumen hoch dafür. Ich muss daher sagen, ich bin sehr zwiegespalten, was Pokémon Legenden Arceus angeht. Auf der einen Seite ist das Konzept wirklich mega cool. Open World Pokémon Spiel, man kann reiten, schwimmen, fliegen, neues Kampfsystem, Crafting-System, es gibt Basen, Sidequests,
Sidequests. Es hört sich alles sehr gut an. Und vom Konzept her ist das wirklich das, was viele seit Jahren wollen. Aber auf der technischen Seite sieht es wirklich nicht so gut aus. Und da verstehe ich einfach nicht, warum das Spiel schon Anfang 2022 kommt. Wenn man doch eindeutig sieht, dass es noch deutlich mehr Entwicklungszeit braucht. Von daher Konzept, Idee und Umsetzung wirklich mega. Aber es braucht doch deutlich, deutlich mehr Zeit. Aber leider wird das Spiel diese Zeit nicht bekommen. Hey, wollt ihr einen Scherz hören? Das Spiel ist wohl schon komplett fertig entwickelt und daran wird sich nicht mehr viel tun. Yay, cool. Ich weiß auch nicht. Aber RGE, wie kann das Spiel komplett fertig entwickelt sein, wenn es noch gar nicht fertig entwickelt ist? Pokémon und Geldgeilheit. Das ist die Antwort. Ach Mann, ich kann doch nicht der Einzige sein, der sich das anschaut und denkt, boah, das sieht echt wirklich mega cool aus, aber es bräuchte einfach noch deutlich mehr Zeit. Und das Traurige ist, diese Zeit kriegen sie einfach nicht. Oder sie geben sich selbst nicht die Zeit, ich weiß es auch nicht. Es ist wirklich einfach nur schade. Ja, deswegen mein Fazit zu diesem Pokémon-Legenden Arceus-Trailer. Mit Ausnahme der Technik sieht das Ganze echt vielversprechend aus. Und ich will schon fast sagen, ich freue mich drauf. Aber warten wir noch mal ein bisschen ab. Eine Sache, die mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass das Spiel nur aus Fangen besteht. Wird es so sein, dass man zur Basis geht, eine Quest bekommt, Pokémon bekämpft, Pokémon fängt, wieder zurückgeht und sich dieser Kreislauf immer und immer wieder wiederholt? War's das schon? Oder gibt es noch mehr? Weil bedenkt, in diesem Spiel gibt es wohl keine Trainerkämpfe und somit fällt ein durchaus wichtiger Aspekt aus Pokémon natürlich einfach komplett weg. Naja, warten wir mal ab. Aber ich hoffe doch schon, dass es noch etwas mehr gibt. Ja, und damit wären wir auch schon durch. War eine durchaus gelungene Pokémon-Präsenzausgabe, finde ich. Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle waren sehr stark. Pokémon Legenden Arceus, naja, es ist halt wie es ist. Kann großartig werden, kann auch ein Reinfall werden. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber die nächsten paar Monate als Pokémon-Fan, ja, die werden, glaube ich, sehr interessant werden. Aber was ist eigentlich eure Meinung dazu? Hat euch das Ganze überzeugen können oder eher nicht so? Teilt es mir in den Kommentaren mit. Und ein Daumen hoch zur Unterstützung wäre natürlich auch wie immer sehr nett. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.